Wir sind hier bei den Erdwerken und sind gerade an der letzten Hauptkampagne hier in den schallenden Tiefen dabei. Mitfühlende Sprecher sucht nach Vorarbeitern der Maschinenflüsterer in den Erdwerken mit Sprecherin Brynf. Mögen für die Halle des Erwachens ist ein Kampf in den Erdwerken. Besiegt gegnerische Maschinenflüsterer, Konstrukte und helfe verängstigten Arbeitern in den Erdwerken. Passt auf euch auf, Champion. Ja, ich passe ja schon auf. Okay, einer von denen gibt 8%. Der bringt nur zwei, der Kleine. Warum kann ich den nicht plündern? Wenn ich das hier deaktiviere. 6%, okay. Also die Großen geben bisher am Die meisten. Maschinen. Meine Pflicht ist Sicher. Nicht, dass mir nachher Beschwerden kommen. So, da vorne ist schon wieder ein großer. Hier können wir zwei Stück helfen. Also hier die Gegner, die kommen mir jetzt so leicht vor. Maschine. 50% haben wir schon. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viel Prozent das eben waren. Ja, hast Feierabend. So, 54 und das 4%. Okay. Ja. Immer schön ausruhen. So, das Ding hier ausschalten. Gewalt autorisiert. Wer hat es autorisiert? Wahrscheinlich dieser komische Sprecher. Okay, dramatischer Rußseher. Arbeit verzögert. Meine Pflicht ist getan. Jupp. Kampfgewalt autorisiert. Was habt ihr eigentlich dauernd Meine Pflicht für gewalttätige Ambitionen hier. So, den hier noch befreien und dann haben wir das. Dann müssen wir jetzt nur noch hier rüber und Vorarbeiterin Gesa konfrontieren. Braucht ihr etwas zu bringen? Sprecher erkannt. Der oberste Sprecher hat uns vor euch gewarnt. Konfrontiert Vorarbeiter Otan. Da vorne ist ein Silberliter. Der ist Level 80. Ja, komm. Ich gehe mal kurz hier weg. Sehr schön. Wir haben wieder Ruf bekommen. So, wo ist der andere? Da drüben.
da drinnen. Da drüben. Wollt ihr den ganzen Tag, ihr hättet dann. Wollen die uns alle nicht helfen? So, und konfrontiert Vorarbeiter Uziax. Der ist da drüben irgendwo. Hier unten. Will der auch kämpfen? Nö. Ich weiß nicht, was ich noch glauben soll. Effizienz beeinträchtigt. Okay. Hier mein Schlüssel. Schon immer zu aufgeblasen, dieser oberste Sprecher. Genau. Der oberste Sprecher muss gestoppt werden. Trefft euch mit Moira. Ich gehe zur Halle des Erwachens. Alles klar, dann einmal hier rüber. Der Berg verleiht uns seine Stärke. Und wir bekommen eine Brust, die wir natürlich auch direkt anziehen werden. Das kann alles weg. Die drei Hämmer stehen Seite an Seite. Dunkeleisen von oben. Besiegt Vorsteher Warrick und seine Truppen in den Erdwerken. Ihr dürft euch entfernen. Sprecht mit Moira. Den Willen des obersten Sprechers in Frage zu stellen. Dafür sollt ihr leiden. Wollen wir mal sehen, wie tapfer ihr ohne das Schutzschild seid. Schlacke und Rost. Das ist noch nicht vorbei. Der oberste Sprecher wird davon erfahren. Kommen wir zum Geschäft. Ich bin bereit. Vorsteher Warrick getötet. Alles klar. Das ist er nicht. Ach, da ist er. Champion, schaltet sie aus. Ich kümmere mich um die Nachhut. Ja, ja, mach nur deinen Hammer. Das war's schon. Muss entkommen. Und wir haben uns jetzt dran gehängt. Hallo, Steuern. Besteigt Warrick's beschädigten Eisenschreiter. Warrick's Maschine scheint noch zu funktionieren. Benutzt den mechanischen Apparat, um sie zu Schrott zu machen. Okay, feuert ein Geschoss ab. Dann Lavawoge und reparierende Flammen, okay. Ich kann nicht laufen. Ja, so eine Quest mal wieder zu machen, ist auch cool. Warum müssen die schönen Quests eigentlich immer so schnell vorbeigehen? Gut, gruppieren wir uns. Okay, dann einmal nach da vorne. Bitte keine Inni jetzt. Habt ihr etwas gehört, das ich wissen muss? In die Maschine stellt den obersten Sprecher in der Halle des Erwachens. Wir werden überleben.
Echt jetzt? Dicht auf den Fersen. Zu fassen. Dieser Ort stammt noch aus der Zeit der Titanen. David! Oberster Sprecher Eirich verwehrt euch Zutritt. Der oberste Sprecher wird... Überlasst die Tür mir. Geht voran, Champion. Okay. Eindringlinge, Verteidigung aktivieren. Was? Inferno-Sprühe zerstört. Das wären die Dinger hier. Also, wir müssen jetzt scheinbar eine Bombe hier nehmen. Hallo? Champion, die Bomben sind stark genug, die Türme zu zerstören. Ja, ich bin doch dabei, Mann. Da eine Bombe nehmen, da drauf werfen, Dankeschön. Bombe nehmen, werfen und einer noch. Tiefer, dringt tiefer in die Halle des Erwachens vor. Ja, dann kommt doch. Die sehen auch cool aus. Helft Dakran, die Rundschloss-Sequenz zu aktivieren. Und wenn diese Irdenen als Skadin erwachen. Öffne die Tür, Junge, und beeil dich. Mach auf. Wir killen hier mal. So, das hier aktivieren oder was? Schützt Dakran, während er die Runenschlosskombination knackt. Die richtige Ausrichtung der Runen sollte die Tür öffnen. All dieses Skadin in etwas verwandelt, was sie nie wollten. Ich hatte doch eben geplündert. Du musst mich nicht heilen, ich bin nicht verletzt. Uiuiui. Es wäre halt schön, wenn da mal ein paar schneller kommen würden. Oh, da ist irgendwas Großes. Kommt auch irgendwas. Ja.
und wo kommen sie jetzt her? Wieder da. Ja, wir sind ja schon wieder hier bei 15 Minuten. Ich hoffe mal, das geht jetzt nicht zu lang. Betreten. Wir können weiter. Betrete die Schnittstelle der Vernichtung. Schildwache des Erdenschutzes besiegt, Eisenrunden verzierten Beschützer besiegt. Ja, mach doch auf. Ja, dann haben wir halt heute mal ein bisschen Überlänge, ne? Ihr seid unerbittlich, rachsüchtig und fehlgeleitet. Nee, sind wir nicht. An dem kann ich gerade keinen Schaden machen. Also immer nur an dem, der gerade keinen Schild hat. Jetzt hat der den Schild, dann greifen wir den an. Hallo. Gut, der ist platt. Der ist auch platt. Betrete die finale Kammer. Toll, jetzt bin ich zu weit gelaufen. Meister Maschinist Dunstan bezwungen. Ich habe einen Weg zur Erlösung gefunden. Wollt ihr uns alle in Skardin verwandeln? Besser als Skardin leben, als Irdener sterben. Der hält ja sehr viel von den Irdenern. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir hier über eine Million Schaden machen. Stellt den obersten Sprecher Eirich an der Erweckungsmaschine. Es ist vollbracht. Nun werden mit dieser Macht alle Irdenen zum Leben erweckt. Wir haben alle verloren. Es ist vorbei. Großvater, du kannst es aufhalten. Ich weiß, du hast Azeroths Gabe. Nur du bist der Einzige, der sie retten kann. Sie weiter an diese.
sind in Sicherheit. Alter Schwede. Oh, ich hatte jetzt etwas Pipi im Auge, weil ich gedacht habe, wir haben Khadgar schon verloren, dass wir jetzt Magni auch noch verlieren. Aber Magni hat seine Gabe, die er von Azeroth bekommen hat, an die Irren weitergegeben und ist jetzt wieder scheinbar sterblich. Ich, ganz ehrlich, ich habe gerade so nasse Augen, weil es war doch schon, ja, bewegend, sagen wir es mal so. Und nachdem wir Khadgar schon verloren haben, jetzt noch jemanden zu verlieren, der seit dem Anfang von WoW dabei ist, wir sind jetzt schon bei über 23 Minuten. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter.